Was will das gute Postfach von mir? Nix. Sehr gut. Jetzt das nächste Spiel. Ja, gegen ja, Schalke. Schalke 04. Aber ich glaube, das nächste ist ein Champions League Spiel, oder? Ja, ist es sogar. Müssen wir wieder rotieren. Steht Schalke eigentlich? Fünfter. War nicht irgendwo bürotechnisch was? Ne. Ja, dann eher nicht. Dann lassen wir es. Hoffentlich gewinnen wir auch. Also, wir haben gute Aussichten, eine gute Perspektive. Ich will natürlich ein bisschen rotieren für das Spiel, damit wir ein bisschen Spieler schonen, ein bisschen Spieler eine Einsatzzeit geben. Pipapo. Sodass Nani wieder reinkommt, Affelei wieder seine Chance kriegt, der eigentlich momentan sich gut zeigt. Groß kriegt eine Chance, Thiago kriegt auch eine Chance und Hoiberg, auf den ich große Stücke setze, auch mal rein. Boateng, Jan Kirchhoff sowieso und ja, Mitchell Weiser, der kommt auf die Ersatzbank schon mal. Und er kriegt halt eine Spielzeit, sollte Bayern gut in Führung liegen. Ja. Haben wir gut durchrotiert. Wieder mal. Mal sehen, ob die Rotation mal geklappt hat. Bewirkt sie auch. Lohnt sie sich. Diese Fragen werden wir heute beantworten. Bei Ihnen, bei unserem Talk. Talken Sie mit uns. Ihre Meinung ist gefragt. So. Oh, der geht sogar rein. Ha, ha. So, und jetzt der geht auch noch rein und dann können wir starten. Ja, der ist reingegangen. Nö. Aktuelle Tabellensituation. Wir haben einen Vorsprung von 13 Punkten. Damit sei uns die Herbstmeisterschaft schon sicher. Oder? Ich weiß nicht mehr genau, welcher Spieltag das jetzt war, aber Affelei, der hat ja auch einen Hintergrund hier. Der hat ja mal bei Schalke mal gespielt. Hatte sich aber eine Verletzung gezogen. Ich glaube, einen Kreuzbandriss. Deswegen konnte er das andere Halbjahr nicht spielen. Und ja, jetzt ist er bei uns. Zumindest hier. Im Bilder ist er gar nicht bei den Bayern. Hihi, da ist er. Bei meinem anderen Club. Der Barca. Anscheinend, oder? Oder? Egal. So. Wen wollt ihr? Gut. Ja, gut gegrätscht. Gut gegrätscht. So, und jetzt Flanke. Und Cech. Und dann zu Thiago. Da wollte ich auf gar keinen Fall hinspielen. So. Oh je. Und jetzt. Jawohl. Oh, schön der Pass. Alter. Nein. Das darf nicht wahr sein. Und oh, das war ein Risiko von Boateng. Da hätten wir aus dem Pass was gemacht, ne? Ich glaube, von Thiago war der Pass. So. Alaba. Der Dauerbrenner. Bei den Bayern. Dauerbrenner. So. Ähnlich wie Philipp. So. Oh, schade. Warum zieht Alaba nicht einfach ab? Ach, schade. Jetzt komm. So. Und oh, Peter Cech. Gut gehalten. Gut pariert von Peter Cech. Können die Schalker noch was machen? Mit Obasi. Chinedu Obasi. Und ein Versuch von Höger anscheinend. Oder war das der wirklich? Keine Ahnung. Jetzt Nani. Im Duell mit Kozanik. So. Ah. Zu spät. Jetzt Adam Soloi. Oder Schuloi. So. Genau.
So. Und jetzt hier. Und groß. Thiago. Ach scheiße, warum habe ich mich umgedreht? Nee, das darf nicht sein. Scheiße. Jetzt komm. Thiago. Ärgerlich. Sowas ist immer ärgerlich, muss ich sagen. Also wenn ich mich umdrehe, wo ich denke, ah, eine Chance, dann mache ich eine unnötige Drehung. Und schon ist die Chance weg. So, jetzt hat Philipp Lahm nochmal den Ball. So. So, der macht einen dummen Pass. Kirchhoff muss mal wieder gerade biegen. So, ungefähr. Laut Anschein. So. Und jetzt. Nani. Groß. Schade. Und jetzt. Obasi hat jetzt. Ah. Nee. Das darf nicht wahr sein. Ich habe mich einmal Bayern Schalke richtig zerstört hatte mit 5-0. Alter, das muss ja übel sein. Vor allem Schalke 5-0. Ich habe es mal hier in FIFA mal geschafft, aber in Real Life, das ist ja richtig hart eigentlich, ne? Weil Schalke eigentlich, also ich bin zwar kein Schalke-Fan, aber ich kann mal sagen, Schalke ist keine schlechte Mannschaft. Auf gar keinen Fall. Schalke ist eigentlich eine sehr gute Mannschaft. Meiner Meinung nach ein Top-Club. So wie Dortmund, Leverkusen, die Bayern. Das war es ja an dir so. Mehr Top-Clubs haben mich Wolfsburg tatsächlich nie als Top-Club wirklich. Das muss ich sagen, weil ist so einer, der dauerhaft Champions League schafft. Weißt du, Leverkusen hat, also Leverkusen zeigt ja in den letzten Jahren, was sie drauf haben. Und sind ja auch momentan Platz 2, kann man sagen. Waren ja letztes Jahr auch stark. Davor auch. Die waren ja in den letzten Jahren nicht immer mit Greif überwiegend eigentlich sehr erfolgreich. Für die Verhältnisse. Muss man einfach sagen. Selbst Dortmund für seine Verhältnisse war ja auch richtig stark. Und Schalke, ja. Natürlich warten sie auf ihre Meisterschaft auch ein paar Jahre. Ein paar Jährchen. Ein paar Jahrzehnte. Ein halbes Jahrtausend. Kann man sagen. Also, das ist schon hart. Wo die einmal so knapp dran waren. Das war ja auch bitter 2001. Also. Da haben die Schalker mir schon ein bisschen leid getan, muss ich sagen. Also, wenn man hört, man ist Meister, man freut sich, auf einmal hört man, nee, man ist nicht Meister. Verarschung und so. Ich glaube, der Typ, der das gesagt hat oder der das angeblich gesagt hat, glaube ich, wurde gehasst. Wer hat es denn überhaupt informiert, dass es da Schluss sei? Also, wie genau? Also, wenn einer von euch schon mal im Stadion war, genau, 2001 oder im Bayern verfolgt hat und es vielleicht genauer weiß, dann kannst du mir mal in die Kommentare schreiben. Also, ich würde es mal echt mal wissen, wieso. Oder wer überhaupt ausgeplaudert hat, dass das Spiel in Bayern Schluss sei und die 1-0 verloren haben. In Hamburg. Das würde mich mal interessieren. So. Und ja. So. Gut. Nee. So. Alter, jetzt komm, mach ihn. Ja, Abpfiff. 0-0 ist eine schwache Partie momentan. Also, wir spielen nicht momentan so gut wie sonst immer, aber es ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Mal jetzt mal auf Offensiv, weil die Partie will ich schon gewinnen und die 13 Punkte Vorsprung noch weiter zu halten. Und ja. So. Und jetzt Nani. Nani. Sehr schön. Toni Groß macht das 1-0. Ich dachte, jetzt machen wir mal einen Zuckic, aber nachdem die Anzeige kam, war es ja Toni Groß. Und Nani mit einer schönen Flanke. Und Toni Groß mit dem 1-0. Sehr gut. Gefällt mir. So. Gut. Ja. Ja, der Pass war so scheiße. Na gut, jetzt kommt ein
Einwurf von Schalke von Uchida. Und Felipe Santana. Der aber in Dortmund war und jetzt zu Dortmund zu Schalke gewechselt. Wie wurde er eigentlich empfangen, als Dortmund Schalke war eigentlich? Oder wenn er in oder haben die Dortmund Schalke in Dortmund gespielt oder in Schalke? Weil so sollten die in Dortmund gespielt haben, will ich mal wissen, wie er Reaktion bekommen hat. Ob der jetzt richtige Buhrufe bekommen hat, weil er hat ja eigentlich eine legendäre Szene eigentlich mit der Sache mit Malaga. Was ja auch ein legendäres, mittlerweile legendäres Champions League Spiel ist. Muss man zugeben, auch als Nicht-Dortmund-Fan war dieses Spiel einfach legendär mit diesen 4 Minuten Nachspielzeit. Oder wie die das einfach gedreht haben. Also, das war einfach legendär. Und auch cool, ich habe es auch selbst abgefeiert. Ich muss sagen, ich habe es auch gefeiert. Ich habe auch gehofft, hoffentlich kommt Dortmund weiter, hoffentlich kommt Dortmund weiter. Und ja. Und es ist auch passiert. Was ich auch cool fand, also was ich auch gefreut habe. Wo ich auch gejubelt habe. Muss ich sagen, gebe ich auch zu. Und ja, jetzt Kevin Prinz Boateng mit einer Flanke, die nicht so gut ist, da der Bruder oder der Halbbruder sie abgeschirmt hatte. So. Und sich verletzt hat? Fragezeichen. So. Nani. Nani. Schade. Gute Chance. So. Na, dem passenden Rücken ist nicht immer so ganz vorteilhaft. So. Gut. Nee. So. Gut. Ja. Warum schießt er nicht sofort? Ist doch besser. So. Und jetzt Affelei. Oh, schade. So. Gut. Nee. So. Na. Gut. Wir machen mal einen Wechsel. Mein Gott, das geht ja nicht anders hier. Sonst wird's ja langweilig. Oh je. Machen wir mal, ja. Shaqiri rein. Machen wir mal Weiser rein, damit er auch mal sich mal ein bisschen freut, dass er mal spielt. Und der Müller, der kommt auch mal rein. So machen wir. So machen wir. So. Jetzt komm. Müssen wir Uchida ein bisschen stoppen. Ja, das haben wir gut hingekriegt. Alaba. Alaba. Wenn nicht so viel. Wir brauchen nicht am Dienstag. Alaba. Ah, oh, man zuckisch verliert man Kopfball-Duell. Das ist ja aber auch was Neues. So. Gut. Ja, ist menschlich. Kann leider nicht alles im Leben gewinnen. So. Und. Jawohl. Technisch überragend gemacht. Also richtig gut gemacht von Mandzukic. Guckt euch nochmal an. Hacke, 3 Spieler ausgespielt quasi. Und schon der Wechsel direkt mit 3 neuen Leuten. Nani, ja, natürlich ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Und ja. So. Jetzt müssen wieder neue Leute richten. Anscheinend. Obwohl es nicht viel zu richten gibt, weil 2-0 ist perfekt. Man baut die Tordifferenz noch gut aus. Das ist auch noch wichtig. Und jetzt Shaqiri. Shaqiri. Schade. Wirklich schade. So. Ja. Nee. Oh je. Kevin Prinz Boateng. Was macht Lahm da? Was zum Teufel? Aber ein Kevin Prinz Boateng kriegst du nicht leicht verarscht. Den musst du einfach umhauen. Damit das geht. So. Ja. Na, schade.
So. Gut. Na? Klappt das gut, klappt das nicht gut? Das ist ja die Frage. So. Gut. Ja. Nein. Nein, 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 hol den Ball, hol den Ball, hol den Ball. Ah, jetzt hat Schalke wieder die Chance. Ja, nein. Oh. Adam Solo. Ja, das war natürlich sehr gut. Was zum Teufel, ey. Gut. Sehr gut gemacht von Peter Cech. Schöne Parade und ja. Sinnvoller Pass natürlich, klar. Mario Mandzukic mit 8 Ligator natürlich gut. Also in dieser Spitze denke ich mal nicht, aber eigentlich ganz gut. Ja. Könnte man sagen. Ja, jetzt greif mal an. Jawohl, sehr schön. Thiago. Schade. Aber ein guter Zweikampf. Zumindest. Shaqiri, du sollst den Ball holen. Shaqiri Köter. Jetzt komm. Ja, okay, ins Ausrennen geht auch natürlich Jefferson. Das ist sehr gut. Ist sehr vorteilhaft. So. Und ja. Mitchell Weiser. Shaqiri. Shaqiri. Schöne Aktion. Und. Ah, oh, schade. Aber war ein schönes Solo. Und der Schuss, der war nicht so schlecht, aber der hat sich am Ende noch weggedreht. Leider. Eieiei. Würde ich sagen. So. Gut. Und jetzt. Mitchell Weiser. Na, das war nicht so schön. So. Na gut, das war das Spiel. Schalke gegen Bayern 2 zu 0. Trotz einer B11. Nani war anscheinend der beste Spieler. Ja, nee, Peter Cech war es. Okay. 4,9 für Shaqiri, ja klar, der hat nur ein gutes Solo gemacht. Nö, nö. Na gut. Ist okay. Passt schon. Passt schon. Wei. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, bis dann, Leute. Und ciao.